Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der City of Beaverfield Modifikation. Ja, die allererste Aufnahme, die allererste Folge wieder nach dem Urlaub, die ich aufnehme. Und in diesem Urlaub oder während dieser Zeit ist einfach extrem viel in der Emergency-Welt passiert. Und das habe ich mir gedacht, muss ich jetzt erstmal zum Beginn der Folge kurz ansprechen. Ich werde jetzt erstmal kurz das Spiel pausiert lassen. Ich mache die Folge dann dafür einfach ein bisschen länger, aber ich muss dieses Thema jetzt auch einfach mal aufgreifen und ansprechen, weil es einfach so enorm krass ist. Ich denke mal, einige von euch werden schon wissen, auf was ich hinaus möchte, beziehungsweise was ich ansprechen möchte. Ich habe es ja erst durch die Community hier auf YouTube quasi erfahren, beziehungsweise mitbekommen, weil einfach in die Kommentare geschrieben wurde, ja, ich kann die Modifikation nicht mehr downloaden, der Link funktioniert nicht mehr, das Forum ist geschlossen. Ja, so Kommentare haben mich quasi erreicht während des Urlaubs und ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht sein, das Emergency-Forum, das gab es doch schon immer, das wird es auch immer geben, ja, als ich auf die Welt gekommen bin, gab es das schon, wenn ich ins Grab steige, muss es das einfach noch geben, quasi so ist mir das vorgekommen mit dem Emergency-Forum und ja, tatsächlich wurde das Emergency-Forum jetzt nach über 18 Jahren von heute auf morgen ohne irgendeine Vorwarnung einfach geschlossen. Hat die Emergency-Community richtig hart wieder getroffen und natürlich dadurch, dass jetzt dieses Forum geschlossen wurde, auch die Webdisk geschlossen wurde, alles nicht mehr abrufbar ist, sind da auch alle alten Modifikationen weg, alle kleineren Modifikationen sind weg, die großen Modifikationen waren weg, außer hier jetzt zum Beispiel Lüdenscheid war verfügbar, weil klar, die haben eine eigene Homepage quasi, da konnte man die Modifikation downloaden, alle anderen Modifikationen, die halt da drauf gesetzt hatten, einfach über das Forum die Mod quasi zu verteilen und da auch nur die Mod hochzuladen, die haben dann natürlich jetzt erstmal ins Leere geschaut, weil plötzlich war die Modifikation, die sie bereitgestellt haben, weg. Ja, keinen anderen Ort mehr, wo sie es hochladen können und so weiter. Der komplette Emergency-Treffpunkt ist einfach weggebrochen. Und ja, das war natürlich, wie gesagt, wie so ein Schlag in die Fresse erstmal wieder von der Emergency-Community. Erst das mit dem neuen Emergency-Teil, was kein richtiges Emergency ist. Ja, jetzt das Forum einfach geschlossen von heute auf morgen, wo ich auch meine halbe Teenager-Zeit quasi drinne verbracht habe. Ja, als das Forum gegründet wurde, war ich 13. Ich glaube, ich bin auch so mit 13, 14 zu dem Forum hinzugestoßen, habe da meinen ganzen restlichen Tag nach der Schule fast in diesem Forum verbracht und war immer so ein bisschen stiller Mitleser, war mir so im Off-Topic-Bereich unterwegs und habe da Rags of Roots News gepostet und so ein Zeugs gemacht und war da sehr aktiv. Ja, die letzten Jahre war ich natürlich da auch ein bisschen ruhiger, weil natürlich, man wird älter, die Interessen werden anders. Ich bin jetzt nur durch den YouTube-Kanal da wieder auch ein bisschen zurückgekommen, habe alle paar Wochen mal reingeschaut. Und ja, das Forum wurde halt jetzt geschlossen aus mehreren Gründen. Die Gründe werde ich aber jetzt nicht genau aufzählen, weil das ist einfach so ein riesenlanger Text, wenn man den Link aufruft, www.emergency-forum.de, der ganz bekannte Link, wird man jetzt auf eine Seite geführt, wo einfach der riesengroße Text steht, warum das Forum geschlossen wurde und dass es geschlossen wurde. Am besten alle, die es interessiert, selber nachlesen. Ich habe dazu jetzt keinen Link mehr in der Videobeschreibung drin. Ich habe die Links oder den Link quasi entfernt bei den neueren Folgen und ich habe jetzt einen anderen Link dort platziert. Weil die Emergency-Community einfach so ein krasses Stehaufmännchen ist, beziehungsweise so krass ist, dass einfach sich einige Leute aus der Emergency-Community zusammengesetzt haben und innerhalb weniger Stunden oder direkt nachdem die Meldung bekannt war, das Forum ist weg und die Webdesk ist weg, haben die sich zusammengesetzt quasi und haben einfach innerhalb weniger Stunden, weniger Tage eine Webdesk wieder aufgebaut, eine Homepage aufgebaut, ein Forum aufgebaut. Es ist alles jetzt verfügbar nur von anderen Leuten quasi. Ja, da werden jetzt stündlich hunderte Mods hochgeladen, ja, auch kleinere Mods, Objekte und so weiter und so fort, auch wieder für Emergency 3, 4, 5, alles wird da wieder hochgeladen. Auch die Modifikation hier, die wir in dieser Folge spielen, City of Beaverfield, ist da jetzt wieder offiziell verfügbar zum Download. Ja, da haben mich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten erreicht mit, ja, wo kann man jetzt die Modifikation downloaden und so weiter und so fort. Und jetzt kann man wirklich sagen, es gibt eine neue Anlaufstelle für die Emergency-Community, www.em-hub.de. Link dazu nochmal in der Videobeschreibung drin. Dort findet man jetzt quasi wieder die ganzen Modifikationen. Ich meine, klar, es werden trotzdem einige fehlen von der alten Zeit aus dem Emergency-Forum, aber einige hunderte Mods haben jetzt schon wieder den Weg
in die neue Webdisk quasi gefunden. City of Beaverfeld ist jetzt auch wieder seit, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt, also wenn ihr diese Folge seht, glaube ich, seit 3-4 Tagen da auch wieder verfügbar. Lüdenscheid, wie gesagt, war die ganze Zeit verfügbar, aber jetzt kommen auch langsam wieder andere Mods quasi mit dazu und einfach krass, was die Emergency Community da wieder zusammengestellt hat, innerhalb weniger Stunden, weniger Tage, wieder einfach so ein komplett krasses Projekt aus dem Boden zu reißen und einfach alles abzufangen, was mit dem Emergency Forum weggefallen ist. Das ist wirklich einfach krass. Mein größter Respekt auf jeden Fall an alle, die daran beteiligt sind. Einfach wieder Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Auf jeden Fall mein größter Respekt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir das Wichtigste, was ich ansprechen wollte, glaube ich, geklärt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen oder irgendwie alles durcheinander geworfen, aber ich glaube, das war das Wichtigste, was ich ansprechen wollte, bevor wir hier loslegen, weil während dem Spielen dann so Sachen erzählen, ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich überlege gerade noch mal so ein bisschen, aber ich glaube, ich habe alles angesprochen, was ich sagen wollte. Das Wichtigste ist, altes Emergency Forum, alle Links, alle Mods, was da waren, sind alle weg. Neue Anlaufstelle, Link dazu in der Videobeschreibung. Werden stündlich hunderte Mods mehr quasi, die wieder hochgeladen werden. Alte Mods, neue Mods und so weiter und so fort. Die kann man jetzt da wieder abrufen. Es gibt da jetzt auch das Forum und so weiter. Krass, was da einfach aufgebaut wurde. Einfach nur krass. Mehr kann man, glaube ich, einfach nicht dazu sagen. Hat mal wieder gezeigt, dass die Emergency-Community sich einfach nicht unterkriegen lässt. Ja, sollte sich vielleicht auch mal 16 Toons anschauen oder 16 Tons anschauen. Toons, Tons? Ich bin 16 Toons Entertainment, glaube ich. Genau, Toons. 16, oder waren es auch 16 Tons? Ich bin mir nicht mehr sicher. Tons oder Toons? Keine Ahnung, ihr wisst aber, wen ich meine. Den Entwickler von Emergency. Vielleicht können Sie sich auch da mal wieder nachrichten, wie krass eigentlich die Community ist von Emergency und vielleicht sich dann doch mal an die Entwicklung von einem neuen Emergency dran machen. An einem richtigen Emergency. So, aber klar, doch da nochmal einen Seitenhieb verpasst. Okay, dann würde ich sagen, ich klicke hier mal die Pause weg, klicke auf Play, wir legen los, wir warten auf den allerersten Einsatz nach dem Urlaub und ich hoffe, ich krieg's noch hin, nach über einer Woche lang diese Modifikation nicht mehr spielen. Eine Person, da kann man schon mal die ein oder andere Sache wieder vergessen oder verpeilen. Sehr nett vom Spiel, es geht mit einem medizinischen Notfall los. Ich weiß, hier oben konnte man die Karte aufmachen. Wir sind hier ungefähr in diesem Bereich unterwegs. Das heißt, wir sind hier in der Nähe von der Wache 10. Dann können wir doch auch mal direkt den Rettungswagen 18 hier rausschicken. Weil ich gefragt wurde, wie man die Ghost-Modelle aktiviert und wie man die dreht, würde ich das gerade auch nochmal an dieser Stelle erklären. Wenn man die Ghost-Modelle sehen möchte in dieser Modifikation, Fahrzeug auswählen, Steuerungstaste drücken, also STRG. Dann kriegt man das Ghost-Modell eingeblendet in dieser Modifikation und mit den Tasten Q und E kann man das Fahrzeug dann drehen, wie man es möchte. So, habe ich das auch nochmal erledigt, weil ich wurde da auch nochmal in den Kommentaren gefragt, während meiner Urlaubstage in Anführungszeichen, habe ich das auch nochmal aufgegriffen. Genau, so und jetzt heißt es warten, bis der Rettungswagen ausrückt, bis er hier vor Ort ist. Wir haben hier eine Person, die irgendeine Verletzung hat, wir wissen nicht genau was. Er ist auf jeden Fall bei Bewusstsein, so wie es aussieht. Er bewegt sich, er stöhnt, wahrscheinlich gestolpert, ausgerutscht, einfach mal kurz einen Schwächeanfall gehabt, keine Ahnung. Ja, vielleicht hier über die Kante gestolpert. Ja, da hat mein Vater auch heute Glück gehabt. Der hat sich heute bös hingelegt, wenn ich gerade hier die Person sehe, die vielleicht gestolpert ist. Ja, Treppe runtergestürzt. Ist bei ihm auch ein bisschen gefährlich, weil er hatte vor 2 Jahren, glaube ich mittlerweile ist es her, eine schwere Rücken-OP gehabt. Hat den halben Rücken versteift, jetzt überall quasi Schrauben drin in der Wirbelsäule. Und ist nicht so geil, wenn der da drauf fällt. Wenn so eine wenn so eine Treppenstufe da irgendwie eine Schraube trifft, irgendwie Knochen absplittert und so weiter und so fort, was halt durch diese Schrauben und Metalleinsätze, die er da drin hat, halt schnell passieren kann. Kann das schon richtig böse aussehen. Er hat mir auch vorhin mal seinen Arm gezeigt und so, ist auch richtig schön blau geworden. Ist schon nicht so geil. Ich bin auch die letzten Tage fast zumal wieder unsere Treppe runtergeflogen. Wir haben so eine richtig enge Treppe ins Schlafzimmer runter, quasi so eine kleine Wendeltreppe. Und die hat so richtig schön glatte Stufen. richtig schön kleine glatte Stufen. Das heißt, jedes Mal ins Schlafzimmer reingehen, müsste man normalerweise ein Klettergurt anziehen und das irgendwie befestigen, damit man, falls man irgendwie fallen sollte, sich abfangen kann. Haben wir aber nicht. Ich habe aber das Glück gehabt, ich bin die letzten Tage, wo ich jedes Mal da ausgerutscht. Ich habe immer so lustigerweise Tage, wo ich dann irgendwie so ein großes Risiko habe, da runter zu fallen. Und dann habe ich wieder monatelang, wo ich da nicht ausrutsche, nicht stolper, sonst was, nichts passiert. Ja, und dann habe ich immer so Tage, wo ich dann innerhalb 1-2 Tage da fast 2-3 Mal mir das Genick breche bei der Treppe.
Aber ich habe das Glück gehabt, ich bin einfach ganz gekonnt, als ich ausgerutscht bin. Zum Glück einfach nur mit meiner Ferse die Stufen runtergerutscht. Bin nicht auf den Rücken geknallt oder so, das habe ich vor 4, 5 Jahren hingelegt. Das hat mir einmal gereicht oder zweimal. Da wäre ich auch wirklich fast ohnmächtig geworden bei dem Sturz. Ich bin jetzt nicht so der Schmerzempfindliche eigentlich. Ich bin auch ziemlich hart im Nehmen. Habe auch ziemlich stabile Knochen, noch nie was im Leben gebrochen und so weiter, beziehungsweise nicht bewusst. Also wahrscheinlich war meine Nase mal gebrochen und so weiter, aber war halt lieber beim Arzt, weil ich mir gedacht habe, Schmerz vergeht irgendwann. Das Blaue geht auch irgendwann weg, die Schwellung geht auch irgendwann weg, alles gut. Ja, Bänder schon mehrmals abgehabt, nicht beim Arzt gewesen. Schulter selber wieder eingekugelt, nachdem die draußen war. Dann erst ein Jahr später zum Arzt gegangen, weil die Schulter einfach nicht mehr hundertprozentig einsetzbar ist. Aber komplett egal. Ja, aber als ich da die Treppe runtergeflogen bin, da ist mir doch mal die Luft weggeblieben erstmal, als ich auf den Rücken geknallt bin. Hab dann da gelegen. Das Blöde ist halt, wenn du alleine bist, hast ein Handy nicht dabei, liegst du erstmal da, kannst dich erstmal nicht bewegen. Hast Sauschmerzen. Und kannst dich nicht bewegen, liegst da noch irgendwie verkeilt, dann, weil das alles da so eng ist bei der Treppe. Kommt der auch irgendwann mal hierher? Findet der auch irgendwann mal einen Weg? Ja, hat einen Weg gefunden, sehr schön. Ja, da habe ich mich dann irgendwann aufgerobbt nach so 1, 2 Minütchen, nachdem ich da gelegen habe, erstmal wieder angefangen habe zu atmen. Und habe mich dann ins Schlafzimmer aufs Bett gerobbt. Was heißt aufs Bett gerobbt? Ich bin aufgestanden, bin dann aufs Bett, habe mich da dann halt irgendwie drauf fallen lassen, weil ich irgendwie kaum Kraft aufbringen konnte und da ist tatsächlich mein Kreislauf ziemlich abgekackt. Hatte aber auch so extreme Schmerzen gehabt in dem Moment. Aber dann bin ich ja erstmal einfach ein paar Minütchen liegen geblieben. Boah, ich sehe gerade erst, das sind ja Hunde. Oder so. Cool. Ja, aber bin ich ja auch erstmal so ein paar Minütchen liegen geblieben, quasi bis ich wieder einigermaßen gescheit atmen konnte, der Schmerz sich so ein bisschen gelegt hatte. Und dann hat sich der Kreislauf auch wieder gefangen, aber richtig, richtig krass. Also, unschön. Unschön, wie schnell einfach sowas passieren kann, rechnest du einfach nicht mit. Ich meine, klar, dass man mal die Treppe hochfliegt oder so, ja, man stolpert mal. Treppe runterfliegen ist dann schon ein anderes Level. Besonders, es geht halt so extrem schnell, du kannst halt gar nichts machen. Ah, du merkst dann irgendwie, Kacke, du bist ausgerutscht und zack, liegst du schon. Na, dann rutschst du halt, weil es bei uns so eng ist und die Stufen noch schön glatt sind, dann rutschst du halt noch immer schön die restlichen Stufen runter, die du noch nicht runtergeflogen bist. Gibt dir ja nochmal so einen richtig schönen Rest auf dem Rücken. Ist schon echt nice. Ja, naja, wie gesagt, mein Vater hat auch Glück gehabt. Hat zwar auch gesagt, er wird morgen wahrscheinlich nicht laufen können. Er wollte auch vorhin dann nochmal Motorrad fahren gehen, hat dann aber den Nierengurt ausgelassen, weil er hat einfach zu sehr wehgetan, hat auch dann nur eine kleine Runde gedreht, ist wieder zurückgekommen, weil er einfach vom Rücken her es nicht ging. Ja, so schnell kann es halt wirklich passieren. Von jetzt auf gleich fällst du blöd und dann hast du irgendwie die Knochen versaut oder ja. Wenn du Pech hast, ich habe damals zu dem Zeitpunkt noch alleine gelebt. Wahrscheinlich wäre mein Vater nach 2, 3 Tagen mal aufgefallen, dass ich die Rollläden nicht öffnen schließe, weil mein Vater wohnt ja quasi gegenüber. Beziehungsweise so schräg. Sagen wir in Sichtweite. Und dem wäre irgendwann mal aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt mit meiner Bude. Hätte er vielleicht versucht, mich anzurufen, so wäre ich nicht ans Handy gegangen, weil das hatte ich in dem Moment nicht bei mir. Seitdem, ich habe mir aber angewöhnt, seitdem, wenn ich diese Treppe runterlaufe, ich habe immer mein Handy einstecken. Dass, falls ich wirklich blöd fallen sollte und mich vielleicht nicht mehr bewegen kann, weil man vielleicht extrem blöd auf dem Rücken gelandet ist, dass du halt immer noch Hilfe rufen kannst. Ich meine, wir haben Alexa zu Hause, mit der könntest du vielleicht notfalls auch einen Rettungsdienst rufen oder so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube aber schon. Ich glaube, man kann über Alexa Hilfe rufen. Aber ich würde mich da nicht drauf verlassen. Ja, besonders, weil ich Alexa halt öfters mal Dummlexa nenne, weil sie halt irgendwie nichts auf die Kette kriegt. Außer Timer stellen ab und zu ist okay, Wecker stellen ab und zu ist auch okay. Musik wird's schon schwierig, wenn man Titel hat, die ähnlich klingen oder Titel hat, die gleich klingen, aber von einem anderen Interpret sind. Da wird's dann schon richtig schwer für Alexa, also muss man schon sagen. Versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. So, wir haben ja jetzt gerade einen schönen Brand beim Kino. Kino ist in der Nähe von der 30. Schicken wir Engine 30 direkt mal raus. Irgendwie macht die Kamera bzw. das Fahrzeug gerade merkwürdige Dinge. So, die 30 schicken wir mal raus. Dann schicken wir die 20 auf jeden Fall auch mal hinterher. Bei die würde ich fast hier mal auf die andere Seite stellen. Sagen wir mal hier. Da ist doch wunderschön. Natürlich schicken wir die anderen Fahrzeuge auch noch hinterher. Ja, wie immer, wenn es in der Stadt brennt, schicken wir auch die ganzen Stadtfahrzeuge mit raus. Ich würde jetzt hier nochmal ein Fahrzeug hinstellen. Und wir haben ja noch eine Einheit, und zwar die 40. Die würde ich hier oben an die Straße stellen, wenn mein Klick mal akzeptiert wird. So,
Und dann schicken wir hier die Polizei mal hin. Genau, wir haben hier die Wache 100, ist die nächstgelegene. Schicken wir das Fahrzeug 101 mal raus. Und ich würde auch noch die 102 mit hinterher schicken. Machen wir hier einfach komplett mal zu. Dann kann die Feuerwehr hier in Ruhe arbeiten. Ich würde auch, glaube ich, dann jetzt hier nochmal ein Fahrzeug quer hinstellen, aber nicht die zivile Karre, weil die hat mir an der Seite ein bisschen wenig blaulich, wobei das bei amerikanischen Fahrzeugen eigentlich auch von der Seite immer ganz gut erkenntlich ist. Lieber eins, ein Polizeifahrzeug, was halt wirklich gut erkenntlich ist, dass es Polizei ist und Blaulicht anhat und gesperrt ist und so weiter und so fort. Einfach sicherheitshalber. So, da kommt auch schon die Einheit angefahren. Das müsste die hier sein. Genau. Dann Schnellangriff. Ich würde auch sicherheitshalber mal einen Rettungswagen mit dazu rufen. Ist eigentlich egal, welchen wir da rufen. Aktuell brauchen wir nämlich noch keinen. Hauptsache, wir haben dann gleich hier einen auf Reserve stehen. Falls irgendwas passieren sollte, dass ein Feuerwehrmann verletzt wird, sind wir dann auf der sicheren Seite. Gut. Dann hat man, glaube ich, im Hintergrund gerade die Polizei gehört, oder? Jawohl. Erstes Fahrzeug ist da. Dann würde ich jetzt hier gerade mal sagen, wir könnten auch... Ja, nee. Nee, wir machen komplett dicht. Wir machen komplett dicht. Dann können die gerade eigentlich mal einsteigen. Wir machen den Heckwarner an. Hier machen wir den Heckwarner auch an. Dann sollte man das eigentlich erkennen, dass es hier komplett gesperrt ist. Hier ist das nächste Feuerwehrfahrzeug eingetroffen. Machen wir auch erstmal einen Schnellangriff. Hier, die haben jetzt mittlerweile auch Schläuche in der Hand. Somit einmal anschließen, einmal Fahrzeug verbinden. Ich habe, glaube ich, wieder zu schnell geklickt. Oder war das gerade noch rechtzeitig und passend? Ja, sieht aber so aus. Wenn er dahin rennt und dann gleich zum Fahrzeug rennt, sollte es passen mit der Wasserversorgung. So, hier steht das nächste Polizeifahrzeug. Wenn man jetzt hier von der Seite angefahren kommt, man nimmt auf jeden Fall das Blaulicht wahr, das Blaulicht hier oben war, hier vorne das an der Rambar, nimmt man auf jeden Fall wahr, weil selbst hier an der Seite Blaulicht dran ist, ist einfach besser erkenntlich. Ja, finde ich persönlich. So, aber dem Geblinke, was wir hier überall haben bei den amerikanischen Fahrzeugen, soll es sowieso auffallen, dass hier gerade irgendwie was nicht ganz normal läuft. Sagen wir es mal so. Ich finde auch dieses Wigwag-Light immer total cool. Dieses Geblinke ist aber in Deutschland auch verboten, soweit ich weiß. Ich mich jetzt da nicht irre. Aber was ist in Deutschland nicht verboten? War ja, glaube ich, oder war ja auch mal stellenweise im Gespräch, die Blaulichter zu begrenzen für die Fahrzeuge hier in Deutschland. Weil die Rettungswagen ja auch mittlerweile kleinere Blaulichter in der Stoßstange drin haben und am Spiegel und was weiß ich. Ich finde es immer noch zu wenig. Persönliche Meinung ist, ich finde es immer noch zu wenig. Je mehr es blinkt, desto mehr nimmt man es halt wahr als Autofahrer. Oh! 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 Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Das hat mich gerade... Oh! Das habe ich gerade jetzt wirklich nicht gedacht. Ja gut. 51. Verstärkungseinheit hierfür. Was nehmen wir noch dazu? 43. Schön weit weg. Schön lange Anfahrt, dann kann ich nämlich erstmal die anderen Fahrzeuge aufbauen, bis die hier angekommen sind. Theoretisch müsste man die andere Fahrbahn jetzt auch dicht machen. Na gut, wir warten erstmal ab, bis die Feuerwehr mit den anderen Fahrzeugen auch noch da ist. Haben wir hier noch einen Hydrant? Natürlich, direkt vor meinen Augen. Sollte man neue Kontaktlinsen holen. So, okay. Dann hier einmal Pumpe. Ah, ich habe natürlich ihn ausgewählt. So. So und so. Pumpe wird aktiviert. Vielleicht einer von euch mal Wasserversorgung herstellen. Der andere von euch kann auch schon mal anfangen zu löschen. Ja, ich hätte mit der Polizei vielleicht doch nochmal 2 Meter weiter hinten parken sollen. Na gut, hier wird jetzt angefangen zu löschen. Wenn... Habe ich jetzt den falschen ausgewählt? Sorry, Bro. Du vielleicht einmal hier hinten? Dann kann ich das schon mal nicht mehr weiter ausbreiten. Gut, einmal Schläuche nehmen. Okay, hier drüben links brennt es noch nicht. Hier haben sie jetzt auch angefangen, fleißig zu löschen. Er kann sich gerade auch nochmal einen Schlauch schnappen. Wenn du vielleicht ganz motiviert bist und du vielleicht auch hier hinten, dann kommen wir vielleicht ein bisschen besser mit der ganzen Situation klar. Wenn du vielleicht auch ein bisschen schlauer löschst, dann kommen wir auch mit der Situation besser klar. Einer von euch hier gerade mal Wasserversorgung aufbauen. Einmal so und einmal so. Er kann gerade auch mal anschließen, weil einer alleine hat schon schwierig. Ja, du vielleicht jetzt gerade hier hinten. Und du jetzt anschließen. So. Wie schaut es aus? Du kannst auch noch anschließen. Ich denke, als da hinten löscht jemand. Das ist aber die Waschanlage. Deswegen blubbert es da. Apropos Waschanlage. Ich war jetzt, glaube ich, über 8 Monate mit meinem Auto nicht mehr in der Waschanlage. So, nee, 8 Monate kann ich sagen. 6 oder 7 Monate.
Ich wollte eigentlich vor dem Reifenwechsel in die Waschanlage gehen oder Autobahn wieder so waschen in der Waschbox oder so. Aber irgendwie, ich habe dieses Jahr mein Auto echt hart vernachlässigt, muss ich sagen. Seitdem ich es irgendwie nicht mehr beruflich nutze, ist das Auto so ein bisschen links liegen geblieben. Ich meine, bei den Spritpreisen hat man eh so ein bisschen die Lust dran verloren, muss man sagen. Also ich persönlich. Bei dem, was auf der Straße los ist, dem Wilden Westen, ich erzähle ja öfters drüber, dass ich mittlerweile als ehemaliger Vielfahrer meine Motivation und Lust am Autofahren verloren habe. Irgendwie ist mir einfach ganz recht, wenn mein Auto da steht, am liebsten wäre es fast manchmal, ich hätte es gar nicht. Würde ich auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Und es tut halt jedes Mal extrem weh, momentan tanken zu gehen. Wobei ich es letztens auch wieder so krass fand, wie unterschiedlich einfach Tankstellenpreise sein können. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja, letztens eine ganz berühmte Marke, eine Blaumarke. Da hat der Diesel, als ich dran vorbeigefahren bin, 1,85 gekostet. Achtung, Notfallmeldung. So, dann fährst du ein bisschen weiter weg, ein bisschen außerhalb. Eine Tankstelle, die keiner großen Kette angehört hat. Da hat der Diesel einfach mal 1,67 gekostet. Kann man ja machen. Ratet mal, wer sich da geärgert hatte, weil er vorher dann bei der teuren Tankstelle getankt hatte. Das war natürlich eine geile Aktion wieder. Ah, nee. Ich meine, mittlerweile, man kann ja mit dem Handy vergleichen, aber es war halt im Umkreis, im nächstgelegenen Umkreis, war das halt der normale Preis, der teure. Und es war eine spontane Aktion, dass wir da hochgefahren sind. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, bevor wir da hochfahren, tanke ich das Auto voll. Gut ist. Weil Tank war halt leer. Was willst du machen? Musst halt irgendwann mal tanken gehen. Wasser reinkippen bringt nicht viel. Ja, Auto vollgetankt, dahin gefahren, zufällig an dieser privaten Tankstelle vorbeigefahren, die ich vorher gar nicht kannte. Und dann gesehen, fuck. Ja, war schon ein krasser Schlag in die Fresse. Ja, wenn man natürlich dann noch einen Diesel hat, bezahlst du ja so noch extreme Steuern dazu. Jetzt letztens wieder der Radwechsel. Auch jedes Mal wieder eine schöne Aktion. Ich meine, ich bin mega froh, dass ich einen Führerschein habe. Ich bin mega froh, dass ich ein Auto habe. Aber es ist halt einfach so extrem ungemütlich geworden, ein Auto zu besitzen. Aber das Schlimme ist, es ist auch extrem ungemütlich geworden, die Bahn zu benutzen oder Bus zu benutzen. Es ist halt die andere Seite der Medaille, muss man mal so sagen. Oh, wir haben ja noch einen Einsatz reinbekommen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Illegales Nutzfeuer. Oh, das ist natürlich super, dass ich gerade alle Einheiten hier unten im Einsatz habe. Könnt ihr mal ganz, ganz zügig zusammenpacken. Aber ich glaube, die County-Einheiten habe ich schon wieder weggeschickt, oder? Dann kann ich die nämlich gleich mal auf die Straße wieder schicken, beziehungsweise mal wieder anders umpositionieren, bevor die wieder oben im County eintreffen. Weil das könnte wieder ein richtig heftig schöner Waldbrand werden. Ich sollte mir eigentlich gar nicht so viel Zeit hier lassen. So, wir haben ja auf jeden Fall Engine 43. Schicken wir auf jeden Fall direkt mal hierher. Wir haben auf jeden Fall die Einheit 51. Ursache unbekannt. Ach, jetzt komm, hör auf. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Jetzt hör auf. Retten Sie wir schicken auf jeden Löschen Fall Sie auch Brände, mal den Chief hier raus. Alle Opfer der Brände, ja, ganz wichtig, Löschflugzeug. Und so werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich bin gerade überlegen, schicken wir noch mehr hier raus? Tanker. Komm, wir schicken noch den Tanker raus, falls das Wasser irgendwie knapp wird. Und dann haben wir noch einen Gebäudebrand. Und mehrere Brände auf einmal in dieser Modifikation, die sind schon wirklich unangenehm. Weil man halt viel zu wenige Löschfahrzeuge eigentlich hat für die Anzahl an Einsätze. Und das Fahrzeug zum Beispiel ist, so wie es aussieht, jetzt wieder ausgefallen. Können wir nicht benutzen. Also haben wir sogar noch ein Löschfahrzeug weniger. Wäre echt wunderbar, wenn die Mod-Entwickler das irgendwie in den Griff kriegen würden, weil das ist die einzige Sache, die mich eigentlich so extrem stört hier an dieser Modifikation. Ich finde die an sich richtig super, mir macht die mega Bock, ist richtig cool, auch mal mit dem amerikanischen Design, mega geil, aber wenn man halt Achtung, beim eine Person Wegpacken befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Halt Sie sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Doch noch recht häufig Probleme kriegt und dann eine Einheit nach der anderen doch noch irgendwie ausfällt und dann hat man die Einheit nicht mehr, irgendwann hat man die Einheit nicht mehr, dann spielst du 1,5 Stunden, hast du keine Einheiten mehr. Ist jetzt komplett übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das wäre halt echt super, falls man diesen Fehler irgendwie rauskriegt. Ansonsten hätte ich nichts zu meckern. Ich meine, klar, es ist vielleicht manchmal ziemlich hart, ja, weil man so wenig Fahrzeuge hat, aber das ist halt auch mal dann ganz spannend.
gegen spannend habe ich nichts. Oder wenn es hier mal ein bisschen stressiger wird, habe ich auch nichts dagegen. So, wir schicken auch mal polizeimäßig was hier raus. So, wenn sich das jetzt nicht explosionsartig weiter ausbreitet, dann können wir die Möglichkeit haben, es ohne den Chief und ohne Löschflugzeug zu klären. Weil hier haben wir einen Felsen, da brennt nichts, außer die kleinen Hecken. Die haben wir schnell abgelöscht. Weitere Einheit ist ja schon auf dem Weg. Zwei Leute schließen jetzt auch nochmal hier Schläuche an. Das hier finde ich aktuell bedrohlicher. Ich meine, der Waldbrand, das kann sich da auch schnell ändern. Wenn jetzt die KI da irgendwie dumme Sachen anstellt, ein Baum löscht, der gar nicht brennt oder so, dann habe ich hier ein Problem. Ansonsten, weitere Einheit ist eingetroffen. Machen wir hier auch einen Schnellangriff. Hier sind jetzt drei Leute am Löschen. Die sollen jetzt mal so von hinten auch hier löschen, dass sich das da nicht weiter ausbreitet. Und dann tun wir das hier so ein bisschen, ja, ein bisschen klären, hoffentlich. So, da wird gerade alles aufgebaut. Genau, der Chief kommt auch an. Polizei müsste auch gleich da sein. Wir müssen nämlich noch ein paar Zeugen befragen. So, die erste Person da ist am Löschen. Haben wir einen Hydranten hier? Haben wir. Bisschen Laufarbeit, aber passt schon. Boah, irgendwie nervt mich meine Uhr gerade am Arm. Ja, kann man ein bisschen lockern. So. Schon angenehmer. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So, wir müssen das Leather-Fahrzeug benutzen. Ja, ist auch immer noch ein Performance-Killer. Läuft das Spiel gleich doppelt so langsam. Aber egal. So, Tanker. Tanker wäre vielleicht hier auf der anderen Seite ganz cool. Denke ich mir gerade. Komm, steigt nochmal ein. Schnellangriff. Wir gucken jetzt mal hier nach dem illegalen Nutzfeuer. Ja, die machen natürlich wieder Dinge, wie ich gedacht hatte. Wenn die KI wieder dumme Dinge macht, kriege ich ja Probleme. Aber zum Glück war das Feuer schon gelöscht, als die dumme Dinge angefangen haben. So, Polizei lässt immer noch auf sich warten. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht soll ich mal eine Einheit aus der Stadt rausschicken, weil ich sehe gerade, die Stadt ist eigentlich viel näher dran. Die Einheit 100, oder beziehungsweise die Wache 110, die wäre ziemlich nah dran. Können wir gerade mal rausschicken. Plaudern wir mal ein bisschen mit denen. Ah, da kommt die Polizeieinheit, die andere gerade angefahren. Alles klar. So, der Tanker kann auch wieder weg. Schau mal gerade mal hier. Wie sieht's aus? Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Rettungswagen. IMS. So. Wir waren da unten. Ja, ist eigentlich auch egal, was wir da rausschicken. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal aus der Wache 20. Ist hier. Wir werden auch hier nah dran. Wir werden auch da nah dran. Das ist jetzt nichts dramatisch gravierendes, ob ich das Fahrzeug jetzt von daher schicke oder von der anderen Wache. So, die County Polizei ist vor Ort. County Polizei haben wir aber gelernt, die sind alleine im Fahrzeug. Die sind ganz mutig. Ich verstehe zwar nicht, warum man das in der Realität macht. Ich weiß nicht, ob die Polizisten Mangel haben, aber Fahrzeugmangel in Amerika haben sie ja eindeutig nicht so schnell, wie die immer zerschrotten. Oder wie schnell sie die Fahrzeuge immer opfern bei den Verfolgungsjagden. Aber wir sind gerne mal alleine im Fahrzeug unterwegs. Ich finde es aber, also wenn ich jetzt alleine an GTA denke, ja, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt alleine an GTA denke, du bist alleine unterwegs, du stoppst irgendein Fahrzeug, du weißt nicht, sind die zu zweit im Fahrzeug, sind die zu dritt, sind die zu viert, hat er eine Waffe, hat er keine Waffe. Du bist im Grunde genommen, wenn irgendwas Unerwartetes nebenbei passiert oder halt direkt im Fahrzeug, der Fahrer zieht eine Waffe, keine Ahnung, du bist alleine. Ich meine, du hast deinen Notbutton. Aber wenn du blöd getroffen wirst oder keine Ahnung, da geht doch einfach wertvolle Zeit verloren. Wenn jetzt direkt ein Kollege da wäre, dann müsste der Täter direkt auf zwei Leute schießen und beide ausschalten. Dass keiner mehr Hilfe rufen könnte oder so. Dass das passiert, ist halt doch von der Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Und ich weiß nicht, warum man halt alleine auf Streife geht. Keine Ahnung. Warum das so gemacht wird. Ich weiß es nicht. Ich persönlich, allein aus GTA-Erfahrung, würde sagen, alleine ist einfach komplett lebensmüde. Wenn du zu zweiten Fahrzeug bist, bist du einfach von Grund auf irgendwie sicherer unterwegs. Wie gesagt, blödes Beispiel GTA, aber in der Realität ist es ja nicht anders. Okay, er will jetzt irgendwie auch keinen Schlauch mehr nehmen, er streikt. Alles klar. So, das Fahrzeug schicke ich einfach mal wieder weg. Hier bauen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr auf. Was ich ganz gut finde, das andere Gebäude brennt noch nicht.
Ich meine, wenn irgendjemand jetzt irgendeine Kacke geplant hat, ja, zum Beispiel, dass er bei wenn er gestoppt wird, irgendwie den Polizisten einfach ummäht, ja, oder umschießt oder so, oder umschießen möchte. Da ist doch die Hemmschwelle ganz anders, wenn plötzlich zwei Polizisten vor dir stehen, als wenn es nur einer ist. Eins gegen eins oder zwei gegen eins. Ja, ich weiß nicht. Ah, der andere hat vielleicht... Er hat keinen Schlauch in der Hand. Ich hatte gedacht, er hat schon Schlauch ausgerüstet. Nee, hat er nicht. Er funktioniert also noch. Alles gut. Mein Fehler. Alles noch in bester Ordnung. Jetzt müsste normalerweise funktionieren, genau. So, die Sunnis. Einmal Taste E, Taste R. Wir gehen gleich mal zum Patienten hin. Ich hoffe mal, da hinten ist nicht so heiß. So, wir aktivieren hier jetzt mal die Pumpe. Dann nehmen wir hier mal ein paar Schläuche zur Hand, schließen das Fahrzeug an die Versorgung und dann könnte theoretisch eigentlich einer noch einen Schlauch anschließen und mitlöschen. Wir schließen hier mal mit zwei Schläuchen an. Pumpe müsste aktiviert sein, Monitor schalten wir an. Möge das Löschen beginnen. Mich wundert es ja gerade, dass wir mit so wenig Löschmitteln gerade hier diesen Einsatz eigentlich recht gut unter Kontrolle haben. Hätte ich anders erwartet. Hätte ich anders erwartet. Aber gut, von mir aus. Ach, hier haben wir auch zwei Fahrzeuge rumstehen, sehe ich ja gerade. Sheriff Department. Das läuft echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind mit drei Feuerwehrfahrzeugen hier vor Ort. Einmal mit dem, in Anführungszeichen, TLF. Einmal mit der Engine und einmal mit der Engine. Und es reicht. Kriegen es hin. Die Kollegen wollen jetzt schon nicht mehr löschen. Ist zu weit weg für die. Aber die können ja in der Zeit einfach das Nebengebäude nochmal kühlen. Da kann sich das da nicht mehr zurückarbeiten. Er löscht hier keine Ahnung was. Ah, er löscht das Gebäude aber durch das andere Gebäude durch. Okay. Er löscht hier einfach gar nichts, weil er einfach nicht möchte. Er kommt zwar vom gleichen Fahrzeug, während der eine Kollege löscht. Oder kommt der da auch nicht dran? Doch, der kommt da dran. Aber du bist doch vom gleichen Fahrzeug. Warum kommst du? Egal. Fragen wir nicht. Das TLF kommt auf jeden Fall da hinten dran, so wie es aussieht. Somit könnte hier auch nochmal jemand Schlauch anschließen. Vielleicht kommt der ja auch da irgendwie dran. Ich bin da ganz zuversichtlich. So, Schlauch ist angeschlossen. Los geht's. Hier, das scheint alles zu laufen. Der wird auch nicht verletzt, sehen wir 100%. Also der Sunny wird nicht verletzt. Verbrennung dritten Grades haben wir beim Opfer. Alles klar. Einfach mal ein deutscher U-Bahnhof hier an der Stelle. U-Bahnhof. Nicht Subway, sondern U-Bahnhof. Stadtbahn. Ja, okay. Sehen wir einfach mal drüber hinweg. Ansonsten vom amerikanischen Design passt's ja. Ansonsten passt's ja. So, Feuer ist aus. Warum ihr alle noch fleißig am Löschen seid, ich habe keine Ahnung. Packt mal bitte einfach zusammen. So. So. Rettungswagen kann auch zusammenpacken, beziehungsweise aufladen. Ab ins Krankenhaus. So, das TLF ist gerade modsmäßig fleißig. Kannst du bitte aufhören mit dem, was du da tust? Danke. Könnt ihr bitte wegpacken? Jawohl. Ja, immer erst mal den Monitor aktivieren, dann da akzeptieren sie auch den anderen Befehl. Irgendwie klingt es hier noch nach Feuer, oder? Ist wahrscheinlich die Trage. Nee, es kommt aber hier von rechts. Keine Ahnung. Okay. Dann schicken wir das Fahrzeug mal weg. Da, die steigen jetzt gleich ein. Dann können wir die gleich wegschicken. Dann sind die wieder einsatzbereit. Das, was wir gerade hören, ist der Rettungswagen. Der macht sich auf den Weg. Da ist gerade die Polizei da oben vorbeigefahren. Gut. Und zurück zur Wache. Und ihr auch zurück zur Wache. Ich könnte schwören, ich höre hier noch ein Feuer. Oder irgendein komisches Geplätscher oder Gerausche oder keine Ahnung. Hier ist es ganz laut.
Jetzt ist es weg. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, woran das liegt. So. Wie sieht es sonst hier aus? Da fährt die Polizei gerade Streife. Da können wir eigentlich gerade mal mitfahren. Fahren wir gerade einfach mal mit. Weil andere Sachen hatten wir, glaube ich, keine mehr offen. Boah, gerade voll den Schock gekriegt. Gerade riesen Schlag draußen getan. Ich habe das Gefühl, draußen ist windig. Ist das gerade ruhig? Jetzt ist der Einsatz endlich fertig. Okay, wollte gerade schon sagen, ich gehe mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch. Aber brauchen wir nicht. Ja, momentan ist so ein richtig unangenehmes Wetter. Ich nehme hier heute gerade am Sonntag, 19. November auf, abends um 22:45. Ja, schon ja, ein bisschen spät wieder. Katrin ist quasi schon schlafen gegangen, also meine Freundin, weil morgen Notruf, früh wieder raus. Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Ich wollte die Zeit noch ein bisschen es nutzen. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Oh, das ist so Brände, ekliges Wetter gewesen die letzten Tage. Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. War noch gestern Abend wieder unterwegs gewesen. Ist so ungemütlich, wenn es halt richtig heftig schifft und du fährst dann im Dunkeln Landstraßen da in, durch die Gegend, ja, da durch den Wald und es ist richtig anstrengend. Richtig anstrengend dann. Also es wird nach einer Zeit anstrengend. Wenn du da lange Strecken dann so fahren musst, ist echt unangenehm. So, ich bin hier gerade mal am Schauen. Wir sind bei der Wache 20 in der Nähe. Schicken wir doch mal das erste Fahrzeug raus, weil ich glaube, das wird hier wieder ein richtig böser Brand. Ich würde mir halt auch echt wünschen, dass bei der Modifikation weniger Brände, mehr Rettungsdienst, mehr Polizei. Ja, weil die Feuerwehr in der Realität fährt ja auch nicht alle 2 Minuten raus, sondern mehr der Rettungsdienst. Die Feuerwehr vielleicht nur einmal am Tag oder zweimal am Tag, beziehungsweise, wenn es nicht in der Stadt ist. Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. So, die 20 ist gleich da. Schicken wir die 30 auch mal raus. Und Engine 40. Können wir mal hier hinten hinstellen, aber ich weiß nicht, ob die da... Komm, parken wir so. Gut. Tanker. Den hätte ich gerne noch hier. Und zwar, der könnte ja dann hier von der Entfernung, falls die Gebäude irgendwie noch so ein bisschen heiser werden sollten, könnte es von der Entfernung da so ein bisschen mitlöschen. Wir haben hier eingeschlossene Personen drin. Rettungsdienst. Park mal hier. So, Schnellangriff. Ich meine, so nachts auf der Landstraße irgendwie quer durch die Prärie fahren, wo kein anderes Auto mehr unterwegs ist, ist sowieso immer so ein bisschen mulmig, wenn du da nicht weißt, ja, kommt gleich ein Tier auf die Straße gerannt. Wir haben jetzt auch gestern, also wir waren ungefähr eine halbe Stunde unterwegs für eine Fahrt, haben jetzt durch das Regenwetter ein bisschen länger gebraucht. Weil man halt einfach auch ein bisschen vorsichtiger nachts fährt, wenn sowieso kein Auto da unterwegs ist, kannst du auch ein bisschen langsamer fahren. Es sind noch tatsächlich 2 Viecher vors Auto gelaufen, aber jeweils in einem größeren Abstand, dass man da noch problemlos irgendwie bremsen konnte. Ah, hat schon in sich. Regenwetter, stürmig, nachts, Tiere. Ist einfach geil als Autofahrer. Alles, was du brauchst. Um nicht einzuschlafen, weil du ständig angespannt bist. Ich hätte schon öfters mal das Thema gehabt, dass ich finde, dass diese moderneren Scheinwerfer irgendwie auch kacke sind. Also, ich werde einfach kein Freund von den LED-Scheinwerfern. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja selber so mitlenkende LED-Scheinwerfer. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich die einerseits cool finde, andererseits fand ich einfach die alte Technik besser. Ich habe ja schon öfters erzählt, ich finde diese LED-Scheinwerfer, die machen den Bereich, wo sie hell leuchten sollen, den machen die taghell. Aber dann so schlagartig wie so eine Kante siehst du nichts mehr. Ja, und auch mit automatischer Leuchtweitenregulierung, ja, mit automatischem Fernlicht und so weiter und so fort. Also ich finde es einfach viel schlechter als bei meinem Fokus damals, wo du einfach nur so eine blöde Glühbirne hattest, die auch halt nochmal ein bisschen in die Umgebung gestrahlt hat, ohne jetzt jemanden krass zu blenden oder so. Einfach so stinknormale Glühbirne drinne. Fand ich tausendmal angenehmer als bei dem Mondeo mit dem mitlenkenden LED-Scheinwerfer. Und das Schlimme ist, wenn da irgendein Kack dran kaputt geht, musst du den kompletten Scheinwerfer für 1000 irgendwas Euro austauschen lassen. Ja, statt einfach eine blöde Birne für 10 Euro zu tauschen. Es ist
Fortschritt, der rückwärts geht, habe ich manchmal das Gefühl. Aber meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde es einfach nicht praktisch. Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Ich finde optisch cool, ja, dieses blaue Licht, wie das Licht damit lenkt und so weiter und so fort, wie es die Leuchtweite reguliert an oder an die Geschwindigkeit anpasst. Ja, wenn du jetzt langsamer fährst, fächert sich das breit aus, ja, damit du quasi, wenn du mit 30 durch den Ort fährst, wird der Bürgersteig noch schön hell beleuchtet und der Rand, damit, falls da jemand mit dem Fahrrad fährt oder jemand irgendwie da am Straßenrand läuft, dass der schön angeleuchtet wird, dass du den gut siehst. Das geht aber natürlich auf die Entfernung. Aber wenn du eh gerade 30 fährst, brauchst du nicht einen Kilometer weit gucken. Mal ganz verständlich erklärt. Ja, ist schon cool. Ja, oder wenn du in die Kurven reinfährst, das Licht schon mal quasi vorleuchtet. Ist komplett cool. Bin ich voll dafür. Aber ich finde halt diesen harten Cut, den finde ich halt nicht gut. Dieser harte Cut, wo dann einfach sagt, jo, dein Licht leuchtet jetzt so und so weit und ab der Grenze siehst du einfach nichts weiteres. Das ist so ein bisschen, wo ich mir immer denke, ja, schön, aber ich fand das alte schöner, hatte ich mehr gesehen. Oh, ich habe jetzt beide an dem TLF angeschlossen, habe das TLF nicht an die Wasserversorgung angeklemmt. Das ist natürlich toll. Hier habe ich die Pumpe noch nicht aktiviert, oder was? Okay, wir haben mal wieder mehr aufs Spielen konzentrieren, Tommy, und nicht nur aufs Reden. Es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn hier hinten nochmal jemand mit eingreift. Genau, das TLF ist auch fleißig dabei. Dann tun wir da jetzt langsam mal eine Wasserversorgung herstellen, weil wir haben jetzt ganz schön viel Wasser rausgeballert. Was ist denn bei euch hier los? Ach, ich habe alle vier da angeklemmt und habe auch vergessen, da Wasserversorgung aufzubauen. Ja, das ist, wenn man erzählt und nicht sich aufs Spielen konzentriert. So, die schließen wir auf jeden Fall jetzt an. Hier machen wir das Gleiche, damit die das hier noch hoffentlich abfangen können. Wenn nicht, müssen wir gleich noch das County dazu rufen. Das freut sich, wenn die Stadtkollegen mal wieder überfordert sind. Ich würde fast sagen, komm, wir opfern die Autos hier vorne. Wichtiger ist, dass hier das andere Gebäude nicht anfängt zu brennen. Scheiß auf die Autos. In dem Moment hier jetzt gerade mal. Ich glaube, eine Wohnung ist wichtiger. Ich habe ja schon durch den Wasserschaden gemerkt, wie schlimm es ist, wenn man einfach mal ein Drittel seiner Wohnung nicht mehr nutzen kann. Und den Drittel quasi an Möbel und beziehungsweise Inhalt, was man in diesen Räumen hatte, die man nicht mehr nutzen kann, erstmal auf die andere Wohnung verteilen muss, ist es echt unschön. Deswegen sind, glaube ich, Wohnungen ein bisschen wertvoller und wichtiger. So, Wasserversorgung ist hergestellt. Die Pumpe ist jetzt, glaube ich, deaktiviert, weil die hatte ich ja schon aktiviert. Die haben ja schon das ganze Wasser da rausgesaugt. Aktivieren wir jetzt gerade ganz schnell nochmal die Pumpe und dann sollten die Kollegen eigentlich wieder loslegen. Jawohl. Okay, das eine Fahrzeug da brennt jetzt auch schon. Das ist natürlich nicht so geil. Ich hätte halt gern, dass einer von euch mal die Tonnen da ablöscht. Das TLF ballert raus, was es kann, ist aber gleich leer. Müssen wir doppelt anschließen. Mit der Hoffnung, dass es dann ein bisschen länger hält. Ja, ich glaube aber die habe ich auch nicht angeschlossen. Eieieiei. Habe ich ja komplett hier verträumt. Aber fehlt da nicht auch einer? Eins, zwei, drei. Habe ich den irgendwo anders hingeschickt? Kann das sein? Hm, sorry. Ah, der steht da. Ich habe, ja. Haben gesagt, Schlauch anschließen, aber nicht aufs Fahrzeug geklickt. Alles klar. Gut. Geht jetzt gleich weiter mit den Löcharbeiten. Alles gut, alles gut, alles gut. Halb so wild, halb so wild. So. Haben wir noch irgendwo hier hinten einen weiteren Hydranten, damit wir nicht alles aus einem rausnuckeln müssen? So, hier, die haben das gut unter Kontrolle. Das eine Gebäude ist ja eh schon aus. Da brennt nur der Müll. Die sind jetzt wieder fleißig dabei. Dann kann er sich gerade auch nochmal einen Schlauch nehmen. Und dann schließen wir das hier an. So, perfekt.
So, das läuft doch alles. Ja, die zwei Gebäude sind ausgebrannt, beziehungsweise drei wahrscheinlich. Wie es aussieht, sind sie ausgebrannt, sehen nicht mehr ganz so farbenfroh aus. Nicht so geil. Vielleicht können wir das eine Gebäude wenigstens noch halb retten. Oh, und ich merke gerade, ich habe wieder vergessen, die Personen da zu befreien aus dem Gebäude. Upsi. Das ist irgendwie mein Hobby, immer die Leute im Gebäude zu vergessen, weil ich mich immer darauf konzentriere, erstmal die Ausbreitung von dem Brand einzudämmen. Und dann will ich eigentlich Leute hier reinschicken. Aber hier vergesse ich es einfach immer, weil das Symbol dann auch verschwindet. Weil es gibt keine Person mehr, die man befreien könnte. Gibt's nicht mehr. Die ist weg. Ja, wir können theoretisch uns eine Axt nehmen. Wir kommen aber nicht mehr ins Gebäude rein. Das ist auch noch so ein Bug. Bei dem einen Einsatz schlägt es dann fehl, bei dem anderen Einsatz läuft es halt einfach weiter. Man kann den Einsatz halt einfach nicht abschließen. Das ist halt so eine Sache. Na gut, aber das verbocke ich ja immer, weil ich es immer vergesse, die Leute da rauszuholen. Ich bin hier halt immer mehr beim Spielerischen. Also, was heißt beim Spielerischen? In der Realität, klar, Menschenleben geht vor. Scheiß drauf, wenn das Feuer sich ausbreitet. Erstmal Menschenleben retten. Beziehungsweise im echten Leben läuft ja vieles parallel dann. Im Spiel mache ich es halt immer so, oder ich versuche es halt immer so zu machen, dass ich erstmal dafür sorge, dass das Feuer sich nicht auf jetzt diesen kompletten Block ausbreitet zum Beispiel. Sondern dass ich das begrenze auf die Gebäude. Ja. Und sobald ich das dann unter Kontrolle habe, beziehungsweise ich weiß, hier wird gerade aufgebaut, zum Beispiel da wird aufgebaut und da, somit ist es safe, es kann nur dieses Gebiet ausbrennen, dann kümmere ich mich erst um die Menschenrettung, weil die Personen sterben dir in der Zeit, wo du da aufbaust, eigentlich nicht weg. Dadurch, dass es aber hier natürlich in der Modifikation eine arg anstrengende Klickerei dann ist, alles aufzubauen, da Wasserversorgung, das hatte ich jetzt hier natürlich auch wieder verbockt, bist du natürlich ein bisschen länger unterwegs, bis du dann irgendwann nach der Person gucken kannst. Man muss halt immer entscheiden im Spiel dann, ob man erstmal sich wirklich um die Personenrettung kümmert und das Feuer dann dafür sich ausbreiten lässt, dafür dann vielleicht hier überall auf dem Bürgersteig Personen wegsterben, die hier rumlaufen, oder ob man es versucht einzudämmen und dann nur eine verletzte Person hat. Ich entscheide mich halt immer erst dafür eindämmen, beziehungsweise schon mal aufbauen, dass es sich nicht mehr weiter ausbreiten kann und kümmere mich dann um die Personenrettung, weil im Normalfall stirbt dir da im Spiel wirklich keiner weg. Außer man braucht halt extrem lange. Wie ich jetzt in dem Fall, weil ich über die Wasserversorgung vergessen hatte. Weil ich halt auch hier immer mit zwei, drei Sachen auf einmal beschäftigt bin. Das ist halt immer, ich erzähl's ja öfters mal, dieser Let's Play-Effekt. Jeder, der halt meint, irgendwie er könnte es besser machen. Ja, hinsetzen, alles einrichten, aufnehmen, Geschichten aus dem Leben erzählen und gleichzeitig noch nebenbei gescheit spielen, dann bitte Video hochladen und glücklich drüber sein. Und dann mal gucken, ob es wirklich besser war oder auch komplett blöde Entscheidungen getroffen wurden. Ist nämlich gar nicht so einfach, wie es immer aussieht. Es wäre auch mal interessant zu wissen, was die hier eigentlich noch am Löschen sind, weil er löscht hier irgendwas, was eigentlich gar nicht zu löschen gehört, und das TLF macht genau das Gleiche. Und die löschen auch irgendwas, was gar nicht zu löschen ist. Gut, dann macht es wenigstens was Sinnvolles, kühlt man das eine Gebäude hier, weil das Feuer hat sich jetzt hier lustigerweise wieder ausgebreitet. Wie auch immer das jetzt passiert ist, ich habe keinen Schimmer. Weil normalerweise, das Feuer war ja auch schon fast aus und hat das Gebäude wieder angefangen, da wieder was, da wieder was. Da kommt er hin zum Kühlen, aber da nicht. Ist auch gerade lustig irgendwie. Ach, er kommt da doch dran, aber du kommst doch gar nicht dran. Ich kann doch gar nicht da hinklicken. Wie kommst du da dran? Er löscht da auch, aber es nimmt nicht ab. Er löscht jetzt auch da und es nimmt nicht ab. Warum? Weil die eigentlich da gar nicht drankommen. Aber sie tun so, aber es bringt halt nichts. Weil sie nicht drankommen, theoretisch. Das ist ja lustig. Wie ist es, wenn ich jetzt mit dem Schlauch... Komm, wir laufen mal mit dem Schlauch den Weg zurück. Weil er hier hat einen enormen Umweg gelaufen. Wenn wir jetzt den Weg zurücklaufen, der Schlauch wieder zurück... Der Balken hat nicht gesagt, dass es ausgeht, aber die haben es ausgekriegt. Gut, Feuer ist aus, Person ist durchgegrillt. Wir packen zusammen, machen uns vom Acker. Rettungsdienst kann auch wieder abfahren. Und dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge, die allererste nach dem Urlaub, direkt mal was verbockt, Personen wieder mal im Gebäude vergessen, ist ein Hobby von mir, passiert mir gerne in Emergency, wenn ich immer am Erzählen bin und mich halt nur so halbherzig ums Spiel nebenbei kümmere, damit ich keinen kompletten Blödsinn erzähle.
passiert. In der nächsten Folge, beziehungsweise ich werde bestimmt jetzt, wenn ich mich hier wieder komplett eingespielt habe, dann wird es mit den Personen nicht mehr passieren. Da bin ich wieder mehr bei der Sache. Momentan nach dem Urlaub gibt es halt viel zu erzählen. So, genau. Ich würde sagen, wir kommen ans Ende der Folge. Ich hoffe, das Fahrzeug abschleppen lassen wir jetzt auch mal. Wir sind schon bei 50 Minuten. Ihr wisst alle, wie es aussieht, wenn der Abschlepper kommt, das Fahrzeug aufgeladen wird, das wegfährt. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.